So, noch ein bisschen Knete. Knete, Knete, Knete. Und das sieht aus wie der Schalter, von dem Görgelfin geredet hat. Na, siehst du mal, da geht das Tor auf. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Oder auch nicht. Ja, Skylander, wir sind frei und auf einem ihrer eigenen Schiffe. Weißt du, ich wollte schon immer Pirat werden. Ob mir eine Augenklappe wohl steht? Jetzt hast du die Chance dazu. Genau, alles geschafft, bis auf die Zeit. Gut, da muss man immer so einen Speedrun zwischendurch machen. So 6 Minuten ist ja nicht allzu lang. Geschmiedet aus den Schuppen des Leviathans. Da wir die Doppelrohre von Osha Major Minor jetzt haben, können wir über die ewige Wasserquelle sprechen. Sie befindet sich offenbar auf einer Inselkette. Inselkette? Ha! Worauf warten wir noch? Ich mach das Boot startklar. Oh, ich fürchte, du wirst mehr als nur ein Boot brauchen. Wie ich gehört habe, ist die ewige Wasserquelle ins Meer zurückgekehrt und kann nur mit den 4 antiken Statuen dieser Inseln heraufbeschworen werden. Aha. Wieso kommt mir der Verdacht, dass es hier ein großes Aber gibt? Aber ich habe auch Gerüchte über einen Riesenfisch gehört, der in diesen Gewässern lebt. Es heißt, er frisst ganze Dörfer. Die Einheimischen nennen ihn Leviathan. Leviathan? Oh. Sieht so aus, als müssten wir uns nicht nur wegen Chaos und der Finsternis Sorgen machen. Du musst sehr vorsichtig sein. Leviathan, ein sehr ausgelutschter Name. In jedem zweiten Spiel gibt's den jetzt einfach mal geschätzt. So, wir wollen jetzt aber noch nicht sofort weiter mit Görgelfin. Erstmal wieder ein bisschen Piu-Piu, dann werden wir uns upgraden gehen. Und dann würde ich vorschlagen, mal hier einfach mal eine Herausforderung. Weil, ich glaube, im Part 4 habe ich ja schon mal eine gemacht, die aber ein bisschen missglückt ist, wegen der Aufnahme selbst. Gezackte Harpunen. Harpunen bewirken mehr Schaden. Hochdruckschlauch. Der Druckschlauchangriff bewirkt mehr Schaden und stößt Gegner weiter zurück. Können wir leider nicht beides nehmen. Nehmen wir erstmal die Harpunen. Zauber, Zauber, Fusel, Fusel. Na genau, jetzt haben die ein paar mehr Zacken nämlich. Und die 600 hatten wir nicht. Und den hat Wrecking Ball ja noch genug. So, gucken wir mal. Magische Kugelsteuerung. Kraftfeldball wird kontrolliert und bewirkt mehr Schaden. Was heißt denn kontrolliert? Machtröpser. Drücke EB, um einen Röpsangriff zu entfesseln. Interessant. So, das überspringen wir mal. Was ist das denn? Das ist der Röpsangriff? Da habe ich mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Weil auf dem Bild war es ja noch grün. Deine Zunge wird länger und bewirkt mehr Schaden. Das klingt sehr gut. Oder diesen Ball kontrollierbar. Aber ich möchte sie mit der Zunge erstmal. Also viel länger ist es gar nicht. Aber mehr Schaden war jetzt nützlich. Und dann machen wir mal. Nehmen wir Wrecking Ball einfach mal und machen mal eine Herausforderung. Herausforderung? Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Ja, wäre ich sonst zu dir gekommen? Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. So. Spring noch. Spring herum und sammle 57 Glücksbringer. Wir kriegen dann nämlich eine Belohnung für. Unten rechts sind sie zu sehen. Hier zum Beispiel Tempo, kritischer Treffer, Treffer, Rüstung. Wo sind die Gemälde? Zerstöre die 6 Geistergemälde, riesige Spinnen.
Und ihr seht ja auch oben, das ist immer zu jedem Helden gibt es eine Herausforderung. Also wenn ihr alle haben wollt, müsst ihr wirklich alle 32 kaufen. Ja, muss man sehen. Man hat ja natürlich riesige Werte auf den Charakteren. Verhindere, dass die hatten wir mit Zug gemacht. Welche nehmen wir denn einfach mal? Zerbricht Steine und findet den Schlüssel zum Schatz. Rette in der Mine 6 Schafe von den Dieben. Nehmen wir einfach mal das hier mit den Gemälden. Ich glaube, das war ja von Spyro, wenn ich jetzt nicht falsch geguckt habe. An diesem bösen Ort sind 6 unschuldige Seelen in Gemälden gefangen. Zerstöre die Gemälde, um sie zu befreien. Aber pass auf, das wird den Gespenstern nicht gefallen. Und denk dran, nur Feuer-Champions können die Schleicher besiegen. Sehr gut. Also brauche ich einen Feuer-Champion, ich komme hier mit Magie jetzt, ja? 11 Schaden schon mal, okay. Schlüssel entdeckt. Ah, und komme ich hier rüber? Okay. Der Rübsangriff macht 30 Schaden, man glaubt es kaum. Und hier blinkt auch sowas. Okay, das sind die Gemälde. Auf. Keine Ahnung, wo ich hier lang soll. Ein Schloss. Ihr seid wohl diese berüchtigten Schleicher. Naja, solange ihr nicht so schnell seid wie ich, ist mir das egal. Aber jetzt kommen da doch ganz schön viele davon. Hallo. Zur Hälfte geschafft. Zur Hälfte geschafft, ja. Und jetzt habe ich doch keine Ahnung, wo ich lang soll. Ich werde nur verfolgt von diesen Schleichern hier. Geht weg. 4 von 6. Wer bist du denn? Nein, verschlossen. Nein, geht weg. Ich will den da noch mitnehmen, den roten. Hab ich. So, nu? Ui, nur so eine ganze Armee schon hinter mir her. Ach, hier warten ja noch mehr. Ja, geh ich einfach mal hier lang. Nein, auch zu. Hallo, wo soll ich hin? Scheibenkleister, hier habe ich angefangen. Wie bin ich denn hoch? Aber hier rechts war ein hier komme ich ja nicht weiter. Noch eine Minute. Hier war auch zu. Ja, ihr seid ja Witzbolde. Ein Schlüssel. Schlüssel entdeckt. Jetzt habe ich den vorher nicht gesehen. Lass mich durch. Durch. Ein bisschen Geschwindigkeit hier zunehmen. Da ist noch ein Schlüssel hier links um die Ecke. Wo ist das Gemälde? Da ist noch ein Portal. Schnell! Da ist es. Und der mich bestimmt den Schlüssel hier gebrauchen. Ja, ja, supi. Und jetzt blocken nämlich tot. Das sind viel zu viele. Ach, ich kann da durchrollen. Wo ist das letzte Gemälde? Noch 10 Sekunden. Wo ist es? Nein! So scheitert man bei Herausforderungen. Herausforderung so nicht anders. Oh nein, ich fürchte, du hast es nicht ganz geschafft. Ich sagte doch, dass es hart wird. Willst du es nochmal probieren? Vielleicht hast du mit einem anderen Champion mehr Glück. Nee, lassen wir erstmal stecken. Also sie hat nicht so ganz unrecht. So einfach ist es nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, auch wenn es nur Spyro ist. Gürgelfilm, was ab? Von einem Riesenfisch verspeist zu werden? Ich meine, die ewige Wasserquelle zu suchen? Ja, die holen wir uns noch. Ich hasse das. Und runter und wieder in die Luft. Wie das auch immer klappen mag. Wir werden es nie erfahren. Leviathan Lagune. Mehr Piraten. Oh,
als ob ich nicht schon genug Ärger mit ihnen hätte. Vielleicht suchen sie auf den Inseln auch nach den Statuen. Also pass auf deine Schwanzflosse auf. Ach, und wenn dir unterwegs ein Riesenfisch begegnet, ruf mich nicht. Mach ich nicht. So, da vorne ist schon ein Wassergate. Hui, der ist ja putzig. Ui, ui, ui. Und wieder ganz viele mit diesen Angern. Die ewige Wasserquelle wird sich nur zeigen, wenn du alle vier Statuen im Schrein aufstellst. Also besorg sie alle. Ich probier's zumindest. Bringe vier Statuen zum Schrein. Ach, Nasubi. Langfinger. Stiehlt alles, was nicht festgenagelt ist. Ja, Statuen nagelt man auch nicht fest. Gurgelfin, dein Einsatz. Pass auf, dass deine Früchte nicht nass werden. Oh, da unten ist der Fisch. Oh je. Hey du. Schöne Zähne hast du. Ja. Jetzt habe ich schon mal herausgefunden, was passiert, wenn wir erwischt werden. Aber ich will darüber unbedingt. Verschwind. Jetzt müsste eigentlich vorbei sein. Hä? Beilung? Ne? Schnellerei. Puh. Ein Portal. Habe ich hier gerade Erfahrung? Noch mehr? Okay. Oh, was? Da hinten ist er. Da läuft er. Gib meins. Du hast es doch extra für mich verpackt, sei doch ehrlich. Wo ist er denn jetzt? Jetzt soll er erstmal ein bisschen rumlaufen und erstmal die Schatzkiste. Und nichts hier wieder im Wasser, das kennen wir ja schon. Ah, fällt trotzdem was rein. Du hast eine Schatzkiste gefunden. Wo ist denn jetzt der andere, Tiny? Die da in der Mitte kann ich eh nicht erreichen mit diesem Helden. Die muss ich doch irgendwie auf voller Distanz hier kriegen, Mann. Jawohl. Ein Piratenhut oder Napoleonhut? 5 Rüstung und 5 Elementarkraft. Schick, schick. Alles meins. Und wenn es nicht wirklich viel Erfahrung ist. Aber bevor ich Schaden nehme. Da haben wir noch ein Portal. Jo. Jo. Volle Wurst. Und wieder Wasserelement hier stark. Ich möchte doch mal andere trainieren. Da ist der Langfinger. Ach, der macht nichts, der läuft hier bloß rum, ja. Das ist nicht deine Statue, meine. Gib. Wie treffe ich den denn jetzt am besten? Da versteckt sie immer diesen ekligen Stein. Ist doch wohl nicht. Alter, bleib stehen. Na. Boah, ey. Da kommt erst die nächste. Das noch ein gutes Stück hin. Ist nur eklig, dass ich den da oben gar nicht angreifen kann. Muss ich einfach so über mich gehen lassen, dass er mich die ganze Zeit angreift. Oh, wer seid ihr denn? Hey, ihr. Geht mal. Ich krieg die nicht kaputt. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Ich möchte die da vom Boot holen. Okay.
Hier kann ich nicht viel schwimmen, hier ist schon eine Wand. Lieben. Da gibt es ja nur den einen, den Zug. Zug? Ich weiß es immer noch nicht. Ich fand am Anfang mein Liebling gewesen und ist immer noch sehr cool. Vor allem mit seiner Barrikade hier, die er spawnen kann. Einfach Bombe. Also da sollen wir irgendwie so einen Weg machen. Der wird uns nicht dabei helfen. 91 Schaden. Ist der bekloppt bei. Den kann ich nicht darüber schieben. Der musste uns irgendwie dienen. Oh, das war jetzt mit Absicht, ja. Bestimmt war das mit Absicht. Schwupps, und dann müsste der in der Mitte reinpassen. Schön, schön. Steigen wir einfach mal drüber. Nimm noch einen Haps von der Keule. Und dann denke ich mal, können wir gleich wieder wechseln, oder? Zum Glück sind die Viecher nicht lästig und flink. Kann doch nicht wahr sein hier. So 2 Meter mit dem einen gegangen und dann schon wieder wechseln. Wieder was zum Lesen und Hören. Bitte sehr. Eine Nachricht von Professor P. Grangelisat. Jahrelang jagten die Fischer einen riesigen, gierigen Fisch, der in den Tiefen der Lagune lauerte. Der Fisch wurde lange nicht mehr gesehen. Die Fischer allerdings auch nicht. Ja, wo die wohl geblieben sind. Wo die wohl geblieben sind. Den können wir, was können wir da mit dem machen? Können wir die jetzt einsperren da drüben? Oder wie ist das? Wo ist denn der? Da ist er. Ah, ist das ein Doofkopf. Ja, Schildkröte. Entschuldigung. Wir haben dich gar nicht gebraucht. Gilgrund regelt schon alleine. Bam, bam, bam.